Okay, wir sitzen in einem E-Hammer. Das hört sich irgendwie alles sehr seltsam an. Und somit herzlich willkommen zurück zu The Crew Motor Fest. Wir sind immer noch bei Electric Odyssey. Wow, das wird ein toller Trip. Ich bin so aufgeregt. Den letzten Hammer hat GMC vor 10 Jahren rausgebracht. Mal sehen, was dieses E-Ungetüm alles kann. Und vor 10 Jahren hatte dieser Hammer sicherlich auch einen sehr krassen Benzinverbrauch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber leider ein bisschen schade. Guck mal, wir fahren hier 170. Okay, wir fahren auch im Gelände so ein bisschen. Aber im Gegensatz zum letzten Mal mit dem Lotus, wo wir so 350 gefahren sind. Von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Ja, von Hammer schon verdammt gut. Schnell bei so viel Gewicht. Aber halt eigentlich jetzt auch nicht so krass schnell. Also wenn wir so mit den anderen Fahrzeugen vergleichen, aber das waren halt auch so richtige Sport-Hypercars, kann man eigentlich schon sagen. Und der Hammer ist halt eigentlich immer noch so ein Gelände-Pickup-Dings-Bums, fettes Viech. Oh, komm hier schön durch mit Vollgas, ohne Bremsen. Natürlich, ja, geguckt habe ich schon. Ich habe noch nicht gebremst. Und Timing hat irgendwie perfekt gepasst. Eigentlich habe ich schon geschaut. Perfekte Traktion im flachen Wasser wie an Land. Mir fehlt noch eine gute Überschrift. Wie wär's mit der E-Bär? Wieso ist jetzt plötzlich ein Bär? Ich dachte, es ist ein Hummer. Dein Schweigen spricht Bände. Ja. Ich finde, ich habe nicht geschwiegen. Ja, bitte. Bitte, bitte. Auch wenn du mir nicht zuhörst. So, wir fahren ja ganz schön hier ein bisschen durch den Matsch. Eigentlich gar nicht so krass durch Gelände. Ist eigentlich relativ flach alles. Könntest du in den nächsten Kurven mal richtig Gas geben? Ich geb schon Vollgas. Digga, was ist schon los mit dir? Ich fahr die meiste Zeit Vollgas und jetzt passiert dir wegen dir so ein Scheiß. Weil die ganze Karre kaputt. Nur weil du wolltest, dass ich in den Kurven Vollgas fahre, der Mongo, ey. Sicherlich hat er kein gescheites Bild gemacht. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Der Wagen ist wie eine Mischung aus Panzer und Wolke. Ja, perfekte Beschreibung. Wie genau gleich gut wie der E-Bär. Was ist, eine Panzer und eine Wolke hat null gemeinsam. Das könnte ruhig steiler sein. Ich möchte sehen, was diese 3 Elektromotoren leisten. Ja, ich gebe doch schon Vollgas. Mehr geht leider nicht. Sorry, dass wir davor mit dem Lotus rumgeflitzt sind. Das fühlt sich jetzt halt natürlich nicht mehr so gut an. Wow, das war knapp. Aber da war kein Kontakt. So, hier wieder eine Straße. Guck, wieder. Ich habe geschaut. Hat wieder perfekt gepaart. Oh, da ist eine Steinmauer. Oh, und so ein komischer Balken. Fehlt noch ein Titel. Vielleicht der robuste Riese? Egal. Darum kümmern wir uns nach dem Rennen. Oh, jetzt wollte ich unbedingt außen rumfahren und nicht die Dinger umfahren. Jetzt bin ich da auch gegen irgendeinen blöden Stein gefahren. War wohl schlimmer, wie wenn ich da jetzt die komischen lila Dinger da hier niedergemäht hätte. Aber ja, so ist es halt leider. Bisschen Schaden. Schon fettes Ding. Muss es aushalten. Oh, Batterie leer. Neustart. Was für ein Sieg. Sicher werden. Hast du ein Gefühl für den Hammer bekommen? Auch ein schweres Auto kann geschmeidig sein. Du hast das Auto abgeliefert. Jetzt zeig es uns im nächsten Rennen. Es ist nicht mehr weit. Ob wir unseren Journalisten noch mehr beeindrucken können? So, nun geht's mit dem Hammer ins Rennen. Wieso regnet es eigentlich andauernd? Wir haben hier Elektrofahrzeuge und es regnet die ganze Zeit. Elektro und Regen ist eigentlich immer nicht so gut. Gewinne das Rennen. Okay, gegen eine Person. Das war
verspricht lustig zu werden. Wir haben ganz schön Vorsprung schon vom Start direkt. Einen Powertruck durch einen Vulkan, umgeben von ich meine, schau dir das an. Okay, bisschen staubig, bisschen regnerisch. Wir haben hier auch wieder so komische Aufladepunkte wohl hier im Rennen. Digga, Alter, er geht voll in Drift rein. Okay, ich habe nicht mal gebremst oder so. Interessant, interessante Fahrweise. Ja, so mega in den Drift rein. Alter, warn mich doch vor. Kein Zweifel. Er ist definitiv gut gefedert. Ja. Ich durfte zum Rennen hinfahren, keinen Kratzer reinmachen und dann jumpen wir da hier voll die Klippen runter. Alles klar. Muss ich auch nicht verstehen. Der Hammer, die Kraft, das Talent. Du hast alle Zutaten, die du brauchst, um hier zu siegen. Jo, vor allem muss ich gar nicht so großartig hier den Boost einsetzen. Eigentlich alles ganz geschmeidig. Oh, Checkpoint. Fast verpasst. Das ist Spaß pur. Kaum zu glauben, dass wir das Ding tatsächlich gebaut haben. Okay. Mit der Dinger. Mit der Ideallinie. Bisschen sehr stark violett, lila, pink mäßig, aber okay. Sowieso keiner. Oh, da drüben. Könnte ich aufladen. Da kommt die Anita ein bisschen näher ran, dadurch nicht so geil gefahren bin. Wegen dem Laden, aber lieber lade ich auf und behalte es so ein bisschen. Mal trotzdem 2 Sekunden vorne hier. So, hier könnte ich theoretisch boosten. Ich schaue mal, ob ich irgendwo gleich wieder so eine Ladestation sehe. Eine Ladestation, weißt du? Ach, da links wäre was. Egal, komm mal, wir boosten einfach mal. Aber gefühlt hat es jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber wir sind ja trotzdem immer gut vorne. Sieh dir nur diese 250 Kilowatt Motoren an. Das ist der Hammer. Alter, wie es denn hier hochgeht. Okay. Richtig über den Berg hoch. Ah, hier ist schon das Ziel. Das war heftig. Ich glaube, jetzt habe ich meine Überschrift. Das Energiebündel. Zu platt? Naja, also deine Einfälle heute sind nicht so elektrizierend. Der war scheiße. Glaub mir, wenn ich sage, dass es bei der EV Odyssey noch jede Menge zu staunen gibt. Oh ja, da sind wir mal gespannt hier beim finalen Event, beim letzten Rennen. Oh, wir haben einen VW Buggy E-Buggy Dingsbums. Keine Ahnung, okay, alles klar. Aber die hat irgendwas gelabert von 3 Autos. Deshalb bin ich mal gespannt, ob wir im Rennen die Autos wechseln. Wobei der Buggy diesmal gar nicht so geil ist. Also die anderen haben immer richtig gut gestartet. Aber das ist jetzt so quasi die schlechteste Karre. Aber wir kommen ein bisschen ran. Okay, hier geht's ein bisschen ins Wasser. Hoffen mal, dass die Batterie gut abgedichtet ist. Guck mal, ein bisschen aufladen. Ich weiß gar nicht, tue ich die Ladung dann übernehmen, wenn wir die Autos wechseln? Oder wechseln wir überhaupt die Autos? Oder was von 3 Autos gemeint? Hast du es schon gehört? Was habe ich gehört? Oha, was ist das für eine Rampe? Oh je, oh je. Du bist ein E-Flugzeug. Doch nicht. So, jetzt sind wir aber voll mega vorne eigentlich. Ja, mega ist ja auch nicht, aber ganz gut. Ich mein, ach komm. So, jetzt kommen wir hier langsam auf die Straße, ja. 20% sind wir mal durch. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, okay, habt ihr die Blitze gesehen? Oh, mein Takan Turbo. Okay. Wir sind wieder beim Porsche Taycan gelandet. Perfekt. Würde ja sagen, ja, ein bisschen langweilig, weil den hatten wir schon, also. Keine
Freunde. Aber sie lieben es, wenn ich über den Taycan schreibe. Unter den Straßenstromern fällt die Wahl nicht schwer. Würde man sagen, nachher gibt es vielleicht noch so eine richtige Rakete. Vielleicht nochmal den Lotus? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht geht es ja so ein bisschen auf eine Rennstrecke auch. So, wo sind die anderen? Oh, 1,6 Sekunden. Gar nicht so weit weg. Die haben jetzt natürlich auch gewechselt, aber keine Ahnung zu welchen Fahrzeugen. Oha. Oh, ein Challenger mit dabei. Audi A8. Aber hier hinter mir ist noch ein Challenger dabei. Okay, interessant. Ja, die haben halt Nitro, wo du halt immer wieder aufladen kannst, gell? Das ist halt auch übel. Alter, hat er gerade mega eine Fehlzündung gehabt. Was hat er so geknallt? Sowas kenne ich ja gar nicht mehr hier in meiner E-Karre. Ja, wir kommen. Für den letzten Durchgang vorgesehen haben. Müsste jetzt wohl langsam kommen. Ja, bald bei einem Drittel. Bei zwei Drittel. Ein Lambo. Alter, wie nice. Ich wusste, dass sie auch ein E-Auto haben. Alter, wie das Ding abgeht. Okay. Also da ist wirklich der Porsche echt eine lahme Kröte dagegen, hey. Muss ich ehrlich so sagen. Mir. Der die Standards des Stiers auf die Alter. Digga, mach nicht meinen Hyper-Lambo kaputt. Schlicht und einfach. Aber ich habe gar nicht so viel Platz hier, also zum schönen Boosten. Alter, er fährt mir die ganze Zeit in die Karre. Ein Billigding. Auch nur so ein paar Millionen da kostet, aber egal. Die Gelegenheit drauf zu drücken. Ach, jetzt plötzlich. Alter, über 400 fährt das Teil. Aber ich muss hier ein bisschen vom Gas. Alter, wieder. Was ist denn das hier? Ich glaube auch ein Bugatti, gell? Oder ist das ein Königsegg? Ich kenne es gerade nicht genau. Will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber hey, die ziehen mich hier voll ab, ey. P3. Eine Gerade. Dein Auftritt. Ja, Mann. Aber meine Batterie ist leer. Alter, ich fall 400 und ich krieg die nicht. Gibt's ja gar nicht. Eieieiei. Gewinne das. Oh, ich muss ja gewinnen. Okay. Ich glaube, in der Anfangsphase habe ich ein bisschen verkackt. Moment, in der Endphase im Lambo eigentlich auch so ein bisschen. Ich war einfach zu sehr geschockt. Aber nur gut. So, Position 4 da oben. Da steht mein Name gar nicht. Da lädt's nur. Batterie leer. Diese Wortwitze sind halt echt grottig, aber egal. Hast du's schon gehört? So, wir dürfen nochmal fahren. Mal gucken, ob wir es diesmal besser machen. Oh Mann. Wir bekommen den Volkswagen ID Buggy? Das Auto wird noch nicht mal produziert. Ach, deshalb kenne ich das nicht. Wollte schon sagen. Was als nächstes kommt, aber es fängt gut an. Das dachte ich mir schon, kenne ich so gar nicht. Aber wenn es halt natürlich ein Prototyp ist, dann ist natürlich klar, dass es einige nicht kennen. Wobei, dann kann man eigentlich auch kennen. Wow, du wirst doch nicht. Ich meine, ach komm. Ich muss aber, tut mir sorry. Hat kurz ausgesetzt. Die Frage, ob das so gut ist, hier so mega viel zu boosten mit der Karre, weil es da eh nicht so viel bringt. Aber wir kriegen jetzt ja, glaube ich, eh gleich hier den Porsche. Mein Name hat es immer noch nicht geladen. Aber gut. Und jetzt ja einmal hier durchboosten. Wir sind wieder beim Porsche Taycan gelandet. Perfekt.
keine Einwände. Sie lieben es, wenn ich über den Taycan schreibe. Unter den Straßenstromern fällt die Wahl nicht schwer. So, ich glaube, ich meine, es hat immer richtig viel Boosten hier bei dem Rennen. Andererseits habe ich da gar nicht so krasse Chancen. Wobei ich jetzt gerade 5 Sekunden vorne bin, aber ich glaube, ist halt echt egal. Dann halt bei einer schönen Geraden immer direkt boosten. Und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Dann brauchen wir eine nächste Zeitangabe. Hier kann ich wirklich wieder 5 Sekunden. Hier kann ich schön durchfahren, ein bisschen abkürzen. Da haben wir ja trotzdem 4,8 plötzlich schon. Ganz schön was verloren. Ich sage, ich finde auch Richtung Ende ist es ein bisschen so übel, weil man gar nicht so viel boosten kann oder gar nicht so schöne Geraden hat. Oder ich fahre halt so einen Scheiß zusammen. Oh, 4,2, Alter, mein Vorsprung, der schwindet halt einfach. Das Rennen hat 3 Phasen, stimmt's? Was sie wohl für den letzten Durchgang vorgesehen haben. So, ich tue mal noch ein bisschen Nitro-Boost, wie auch immer, aufbewahren. War nicht hier der Wechsel? Nie und nimmer. Die geben uns wirklich einen Lamborghini Terzo Millennio? So, aufladen. Die Studie war als Blick in die Zukunft von Lamborghini gedacht. Ein Hyper-Lamborghini, der die Standards des Stiers auf die Spitze treibt. Ein E-Monster. Schlicht und einfach. Alter. Okay, 7 Sekunden Vorsprung sieht gut aus. Leider war hier die Aufladung gerade nicht so gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Vor allem mich aber selbst mit 400 km/h teilweise nicht aufgeholt. Das muss man mal schauen. Mit den Zeiten. Drücken. 400 ist halt schon nice. Dass da kein Achievement kommt. Seltsam, aber nur gut. Alter, du kannst ja die Kurven gar nicht fahren. Ja, richtig übel. Wenn man so schnell fährt. Mir ist eh alles rot. Aber eigentlich irgendwie egal. Dein Auftritt. Terza Millennio. A la vamos. Jetzt bin ich aber richtig mit Vorsprung hier mit dabei. 4 Sekunden. Super. Ich liebe E-Autos. Du hast bewiesen, dass die Stromer keine Eintagsfliegen sind. So, bekomme ich jetzt auch den Lambo oder irgend sowas Cooles in die Richtung? Und den Lotus? Ich weiß es nicht, kann mich nicht entscheiden. Weil der Lambo eigentlich noch ein bisschen schneller ist, gell? Der Lotus hat so 350 gepackt. Der Lambo über 400. Schauen wir mal. Bei den Porsche bekomme ich nicht. Den musste ich ja kaufen, damit ich überhaupt die Playlist starten kann. Also da sollte alles gut sein. Schauen wir mal. Jetzt noch hier ein paar. Alter, richtig viele Teile. Denk dran, hol dir deine Fahrzeugbelohnung ab. Oh, natürlich. Wir fahren da kurz hin. Es sind zu viel Beschleunigung. Er konnte es kaum erwarten, all die Daten zu verwerten. Da hast du wohl einen neuen Freund. Er wird bestimmt genauso viel über dich wie über die Autos schreiben. Okay, Belohnung. Achso, ich muss B drücken für weiter. Okay, auch seltsam. B ist immer zurück, aber egal. Wir sind wieder im Dschungel. Und es gibt ein Lotus. Okay, hätte es doch auch gern den Lambo genommen. Brrrr.
Ja, und somit danke schön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen. Weiter, wo wir aufgehört haben.